Herzlich willkommen bei Ahnenforschung Tobolka zur Bücherecke. Mein Name ist Christian Tobolka und heute möchte ich euch ein Update bringen zum Thema Lesen lernen der deutschen Schreibschrift. Die wird im Volksmund gerne auch als Sütterlin oder als Current bezeichnet. Wer von euch das erste Video noch nicht gesehen hat zum Thema, schaut euch das doch bitte im Anschluss an. Ich stelle euch da jede Menge Literatur vor und eines davon, was ich heute auch bringen möchte, dazu aber gleich mehr, noch ein paar Worte zum Thema Monetarisierung. Ich werde nicht gesponsert, ich habe mir die Bücher, die ich euch präsentiere, alle selbst gekauft und wenn ihr eines erwerbt, dann werde ich daran auch nicht beteiligt. Was ich euch bringe, sind eine Auswahl, die einerseits meiner Meinung nach sinnvoll ist, andererseits auch ein bisschen die Breite darstellt, also was gibt es so alles. Obwohl das auch nur ein Ausschnitt ist. Also ich habe nicht die gesamte Literatur erworben, die es zum Thema gibt. Ja, ein Update gibt es zu diesem Buch hier. Das habe ich im ersten Video vorgestellt. Das heißt Schriftbeispiele, Handschriften des 15. bis 20. Jahrhunderts. Stammt aus dem Verlag des Oberösterreichischen Landesarchivs und war letztes Jahr, als ich das Video gemacht habe, gerade nicht lieferbar, da eine Neuauflage konzipiert worden ist. Und diese neue, siebte Auflage ist mittlerweile erschienen. Ich habe hier noch die sechste Auflage. Ob sich das Titelbild geändert hat, kann ich euch nicht sagen. Ich habe die siebte Ausgabe nicht gekauft. Und auf der Homepage vom Oberösterreichischen Landesarchiv scheint es mir noch, dass dieses Cover zu sehen ist. Das habe ich euch damals vorgestellt, kurz zur Rekapitulation wegen solcher Schrifttafeln. Jede Menge Varianten von diversen Buchstaben. Die Schrift ist ja nicht homogen, die hat sich im Laufe der Zeit verändert. Die unterscheidet sich von Region zu Region und wenn man von einer Region zur anderen springt oder auch von einer Zeit zur anderen, dann hat man plötzlich ein anderes Schriftbild vor sich und manchmal verwirren einen da die Buchstaben. Da kann man hier nachschauen. Ich möchte euch heute aber noch ein anderes Buch vorstellen, ein neues. Das ist letztes Jahr erschienen. Das ist dieses hier. Das heißt Kohärente Kirchenbüchern, Matrikenbeispiele in deutscher, lateinischer und tschechischer Sprache von Felix Gundacker. Das Buch kostet 24 Euro, ist im Eigenverlag erschienen und deswegen vom Autor direkt zu beziehen. Die Kontaktinformationen werde ich euch in den Begleittext schreiben. Und dieses Buch ist dahingehend besonders, da es sich nur um Kirchenbucheinträge handelt, während das vom Oberösterreichischen Landesarchiv zum Beispiel nur ein paar Einträge hat und der Rest sind verschiedenste Textbeispiele aus dem Bestand des Oberösterreichischen Landesarchivs. Das Besondere an diesem Buch weiters ist auch, dass es keine Schrifttafeln gibt wie im ersten Buch, sondern der Herr Grundacker bringt stattdessen komplette Wörter. Das schaut zum Beispiel so aus. Das sind Vornamen, Begriffe, Berufsbezeichnungen, da haben wir zum Beispiel Inwohners, Isidor, Gregor, Gertrud, Gastwirt, Nachbar, Nagenzaun, Ludwig, Pfeffer, Hofer, Ledig, Kleinhäusler, Passau, Dessen, Widus, also Verwitwer, also Witwer, Cum, das ist mit, und so weiter und so fort. Der größte Teil dieses Buches sind aber jetzt tatsächlich Kirchenbucheinträge. Und da gibt es auch eine kleine Besonderheit. Wie ihr hier seht, gibt es das Original und eine Transkription, wie auch in den meisten anderen Büchern. Aber es gibt auch jede Menge Anmerkungen. Und diese Anmerkungen, die sind
extrem lehrreich. Also wir haben hier zum Beispiel Herbstmonat ist gleich der September. Dann gibt es hier ein Plus im Eintrag. Da haben wir zum Beispiel eines. Und dieses Plus sind einfach Unterschriftskreuze. Das heißt, das sind Leute, die nicht schreiben haben können, die haben einfach ein Kreuz gemacht. Auf der anderen Seite haben wir Marti ist der März. Idolsberg ist gleich Idolsberg. Das heißt, da haben wir wahrscheinlich einen Ortsnamen in einer alten Schreibweise und dazu geschrieben die derzeit die heutige. Oder Unterösterreich ist Niederösterreich. Also Namen, Ortsnamen, Gebietsnamen haben sich im Laufe der Zeit ja auch geändert. Und wenn man das nicht weiß, dann steht man oft an. Hier bei diesem Eintrag hier haben wir als Anmerkungen Hausfrau ist gleich Ehefrau oder Gevattersmann ist gleich Taufpate. Da haben wir ein bisschen eine andere Variante. Das sind jetzt größere Auszüge aus dem Original. Die sind auf der einen Seite und gegenüberliegend sind dann ist die Transkription mit Anmerkungen. Hier steht zum Beispiel unter Anmerkungen, Uxor ist die Ehefrau. Gewesen bedeutet zumeist verstorben. Also da findet man in den Einträgen zum Beispiel Gewester Müller oder Bauer oder sonst was. Das heißt, der ist bereits zum Zeitpunkt dieses Eintrags verstorben. Hier haben wir als Anmerkung Sponse auf Seite des Bräutigams, Sponse auf Seite der Braut. Da geht es um die Zeugen bei einem Heiratsantrag. Was haben wir hier? Freithof ist der Friedhof. Mortuus ist gestorben. Es finden sich aber jetzt in diesen Anmerkungen nicht nur einzelne Begriffe, sondern auch ein bisschen was hin und manchmal zur Geschichte der Einträge, was auch sehr interessant zu lesen ist. Ja, wenn ihr hauptsächlich in Kirchenbüchern forscht und Probleme habt, diese Einträge zu lesen, zu deuten, zu verstehen, dann ist das Buch von Felix Guntager sicher ein sehr guter Ansatzpunkt, um das zu lernen, um nachzuschauen, um Lösungen für die Probleme zu finden. Wenn ihr auch in Archiven unterwegs seid, dann solltet ihr auch euren Horizont erweitern auf andere Dokumentarten und Schriftarten, denn das Archivgut in den Archiven ist oft mit Kanzleischrift geschrieben und die unterscheidet sich wiederum oft von den Einträgen in den Kirchenbüchern. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls Fragen offen sind oder falls ihr Anregungen habt, zum Beispiel über Bücher, die ich noch nicht vorgestellt habe, dann schreibt mir einen Kommentar oder eine E-Mail. Und wenn euch das Video wirklich gefallen hat, dann hinterlasst mir einen Daumen, verbreitet es weiter. Es gibt viele Leute, die Probleme haben, die alten Handschriften zu lesen und die sich alle 10 Finger abschlecken nach einer Anleitung oder nach Hinweisen, nach Tipps, wie sie ihre Lesekompetenz verbessern können. Und damit war es das für heute und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!